Hallo, ich bin Danush Onsori, selbstständige Konditorin und Gründerin der Alles-Liebe-Manufaktur. Heute möchte ich gerne mein Projekt Mr. and Mrs. Chocolate Wedding Cake mit euch teilen. Ja, leider habe ich ja während des Tortenverarbeitungsprozesses sehr wenig Videoaufnahmen gemacht und mehr Bilder, aber ich werde eine kleine Bildershow für euch vorbereiten und mit meiner Stimme drauf sprechen und erklären, was ich da gemacht habe. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Ich freue mich über eure Kommentare und Daumen nach oben. Und Abonnements natürlich auch. Ich versuche, mehr Videos solcher Art zu machen, wenn es euch gefällt, und wünsche euch viel Spaß dabei. Alles Liebe! Ja, zuallererst beginne ich damit, die Figuren zu modellieren. Das liegt zum einen daran, dass sie ja sozusagen die Hauptrolle spielen, also ganz prominent auf der Torte platziert werden und dadurch der Hingucker des Abends sind, also auch wirklich super werden müssen und einwandfrei. Das bedeutet, wenn also irgendwas beim Modellieren nicht gelingt in diesem frühen Stadium, dann kann ich es nochmal neu machen oder so lange daran feilen, bis eben alles stimmt. In dem Fall habe ich eine Woche vor der eigentlichen Hochzeit damit begonnen, diese Figuren zu formen. Und ja, ganz abgesehen davon hat es auch praktische Gründe. Die Figuren müssen ja trocknen und da kann ich dem Fondant gerne schon mal 2 bis 3 Tage Vorlauf geben, bevor ich also mit dem Backen selbst beginne. Und ja, die Figuren sind dann am Ende zwar sehr hart, aber ich gehe auch davon aus, dass sie nicht wirklich gegessen werden, auch wenn sie theoretisch essbar sind. Ja, wenn man mit Fondant arbeitet, ist es aus meiner Sicht wichtig, ein hochqualitatives Produkt zu verwenden. Denn günstige Produkte werden oft mit noch mehr Zucker gestreckt. Und bei gutem Fondant sind die Qualitätsmerkmale eindeutig, dass er geschmeidig ist und dadurch gut dehnbar, also elastisch und nicht schnell einreißt und nicht brüchig wird. Eine große glatte Arbeitsfläche und gegebenenfalls auch zusätzlich extra Arbeitsplatten, die fondant-tauglich sind, also auf denen man cutten kann, sind wichtig für eine saubere Verarbeitung. Ich verwende Bäckerstärke anstelle von Puderzucker, das sei gesagt, um die Arbeitsfläche zu bestäuben, weil ja Puderzucker zu süß und auch zu dick ist und den Fondant immer schwerer und brüchiger macht. Bäckerstärke ist fein und geschmacksneutral und der Fondantroller und die Hände können damit auch eingerieben werden. Fondant sollte man ja grundsätzlich erstmal mit den Händen kneten, bevor man ihn ausrollt, damit er schön weich und modellierbar wird. Die Hände sollten am besten nicht feucht sein, falls doch, wirkt ja auch die Bäckerstärke entgegen. Ihr wisst, Feuchtigkeit und Fondant ergeben eine klebrige, pumpige Masse. Und trotzdem braucht es die Hände anfangs, weil sie diese Wärme abgeben und den Fondant knetweich machen. Ja, ein Fondantroller ist glatter und meist auch länger als ein Nudelholz. Das hätte hier nicht die richtige Struktur für solche Arbeiten. Zu der Torte selbst. Es handelt sich hierbei ja um eine zweistöckige Torte. Also die untere Torte hat hier einen Durchmesser von 30 cm und ist eine Vanilletorte mit Himbeeren, Erdbeeren und einer sauren Zitronencreme. Sehr, sehr lecker. Und die obere Torte ist eine Schokotorte mit einem Durchmesser von 22 cm. Also die Backform selbst hatte 20 cm, aber mit Ganache und Fondant sind es dann irgendwann 22. Genau, also ich habe die mit dunkler Ganache aus Callebaut, original belgischer Kuvertüre, gefüllt und dazu noch Kinderriegel, Creme und Erdnussbutter. Köstlich!